Wir machen das nochmal, weil das ist ja kompletter Scheiß hier. Starte ich erstmal die Saison, heize den Grill erstmal schön. Klappe. Ich hasse es nicht, ey. Da fällt einem ja alles um Ohren. Moin, ihr Sizzler da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten spektakulären Videoausgabe der Sizzle Brothers. Du hast deinen Text echt drauf. Ja, ist so. Geübt ist geübt. Er hätte es schon mal gemacht. Wir dem Titel schon entnehmen können, tun wir etwas ganz Verrücktes. Und zwar grillen wir ein komplett gefrorenes, tiefgefrorenes Steak. Achtung. Jo. Hart wie Kruppstahl. Das kann man sagen. Wie sind wir drauf gekommen? Erklär mal. Also zum einen wurde uns vor einem Jahr ungefähr mal von dem Andreas Rummel berichtet, dass man das so machen kann. Zum anderen hat der Thorsten Brandenburg von Barbecue Pit erst vor kurzem einen Text darüber geschrieben, wie man so ein gefrorenes Steak grillt und hat vor allen Dingen auch erwähnt, dass es wirklich ein fantastisches Ergebnis ist und wir wollen das jetzt einfach mal in Videoform machen. Wie das funktioniert, seht ihr gleich und wie das Ergebnis ist, seht ihr am Ende und von daher viel Spaß beim Video. Viel Spaß. Bevor ich euch jetzt das genaue Vorgehen erkläre, wie wir unser Steak zu grillen haben, heize ich erstmal den Grill vor und dafür starte ich hier unsere Sizzle Zone. Bob, jetzt ist das Ding an, Deckel drauf, kann vorheizen. Weiter im Text. Jetzt kommt es nämlich hier zum Steak. Dieses tiefgefrorene Steak hier hat auf dieser Seite eine recht plane Fläche, also sehr eben. Das heißt, wenn wir es mit dieser Seite auflegen, berührt praktisch das ganze Steak den Rost. Und das ist auch wichtig. Eigentlich sollte die Fläche genauso plan sein. Hat nicht so gut funktioniert. Wir werden es dennoch probieren oder machen. Es ist nämlich... Ich lege es mal lieber weg. Es ist jetzt nämlich wichtig, dass wir es erst scharf angrillen und dann indirekt grillen. Das heißt nicht rückwärts grillen, was wir auch gerne machen, sondern das normale Vorgehen. Denn dadurch, dass der Kern tiefgefroren ist, wird dieser beim Angrillen nicht übergart. Das heißt, wir kriegen idealerweise nicht diesen grauen, übergarten Bratenrand, sondern haben hinterher eine gleichmäßige rosane Färbung, weil es eben im Kern noch tiefgefroren ist. Sprich, es muss extrem viel Energie in das Steak gebracht werden, damit er überhaupt nach innen Hitze kommt. Deswegen also erst richtig bei Power richtig viel Hitze angrillen und danach indirekt grillen. Und damit fangen wir jetzt an. Ich lege es also jetzt mit der Planseite zuerst auf, in der Hoffnung, dass die andere Seite schon mal ein bisschen Temperatur bekommt und dann auch ein bisschen gerader wird. Unser Steak wird jetzt im Prinzip nur scharf angegrillt. Das dauert so ein paar Sekunden. Auf der Sizzle-Saison geht das natürlich deutlich schneller als auf einem normalen Grill mit, was weiß ich, 300, 400 Grad, was man da hinkriegt. Hier kriegen wir 800 Grad ungefähr hin. Ich werde also in den nächsten 30 Sekunden mal runter gucken, nicht dass es uns schwarz wird. Die zweite Seite bzw. die erste Seite noch, ich habe es ja einmal um 60, 90 Grad gedreht, ist jetzt soweit fertig und ich möchte euch das mal zeigen. Man bekommt hier eine durchgängige Kruste hin. Man sieht aber auch, dass es hier nicht so stark aufgelegen hat wie hier. Aber das ist saugeil, das ist wie beim Beefer, eine Kruste und nicht mehr diese typischen Grillstreifen. Das Ganze machen wir jetzt von der zweiten Seite und dann kommt es hier in den indirekten Bereich. Geil. Wir haben unser Steak jetzt ungefähr 4 Minuten, sprich 2 Minuten pro Seite angegrillt. Und ja, das habt ihr eben schon gesehen, schöne Röstaromen. Hier sind auch schöne Röstaromen entstanden. Das Ding wandert jetzt in den indirekten Bereich. Da der Kern natürlich noch gefroren ist, was auch so sein soll, können wir jetzt kein Thermometer in den Kern stecken. Das heißt, mit roher Gewalt geht es wahrscheinlich schon. Wir lassen es aber mal sein und legen es jetzt einfach hier indirekt. Wir haben links und rechts den Brenner an, wollen im Grill so 150 Grad haben. Das heißt, wir drehen die Brenner ein ganzes Stück weit gleich runter und lassen das da jetzt gar ziehen und werden zwischendurch mit unserem Stichthermometer mal die Temperatur überprüfen. Jetzt heißt es wie immer warten, warten, warten und Geduld haben. So eine Scheiße.
Gut, das Steak liegt jetzt schon so ein paar Minuten und ich teste mal, ob ich eine Kerntemperatur fühlen kann. Dazu habe ich hier unser Einstichthermometer. Mal gucken, ob ich hier schon... Fühlt sich noch kühl an auf jeden Fall. Ich stecke es mal rein. Und wir haben aktuell 25 Grad im Kern. Eigentlich beachtlich, wenn man überlegt, dass dieses Steak vor gefühlt 5 Minuten mit 800 Grad angegrillt wurde. Also man merkt aber dabei auch schon mal, wir können tendenziell davon ausgehen, dass es jetzt deutlich länger dauert, bis unser Steak fertig ist. Weil das Stück, was wir da haben, ist wirklich eher Carpaccio und noch kein richtig großes Stück. Das ist ja nur so dünn gewesen. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es dann am Ende denn lange gedauert hat. Unser Steak ist fertig, es hat jetzt eine Kerntemperatur irgendwas zwischen 54 und 56 Grad, das passt auf jeden Fall. Hat tatsächlich, obwohl es, ihr seht, das so dünn ist, über eine halbe Stunde gebraucht bei 160 Grad noch, also ist klar, durch das Gefrorene muss mehr Energie rein. Aber wir sind am Ziel angekommen, es duftet hervorragend, es fühlt sich auch sehr geil an und das Filet ist mega zart. Bin sehr gespannt aufs Ergebnis. Wir holen jetzt noch Salz, lassen es kurz hier ruhen, maximal eine Minute, ist nicht so warm draußen. Und dann schneide ich Julian mal gemeinsam mit euch an. Ich darf anschneiden, liebe Freunde. Genau das tun wir jetzt. Hier liegt das Ding. Und jetzt muss ich mal kurz tasten, weil das ist nämlich vom Knochen her auch so zart. Du schneidest gerade einen Zentimeter Fleisch weg, du. Ja, habe ich das Fleisch nicht getroffen. Na gut, dann machen wir mal hier weiter. Also ihr seht, das ist hier wirklich komplett zart. Und auch hier, ich schneide einfach mal ein bisschen großzügiger, dann können wir es dann nochmal machen. Aber ich sehe schon, dass da das, was hier rauskommt, sich durchaus sehen lassen kann. Schaut mal. So sieht das Ganze aus. Richtig fantastisch. Und vor allen Dingen wirklich schön zart und saftig. Und ich schneide es jetzt in Tranchen auf, dann können wir probieren und dann gucken wir mal, wie es geschmacklich so ist. Ihr habt es ja gerade gesehen, den Anschnitt. Wir haben es nur gesalzen und ich habe mir schon mal so ein Stück Filet vorbereitet. Ich nehme mal hier so ein Rostbeef. Nimm mal Rostbeef. Eine Sache noch, was man hier vielleicht gut erkennen kann. Ich komme mal näher ran. Das hat keinen Bratenrand. Das Ding ist durchgängig rosa. Hat also perfekt geklappt mit dem... gefroren grillen und jetzt wird mal verköstigt. Alter. Das Steak. Super geil. Ist pervers geil. Es ist richtig saftig, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich persönlich habe gedacht, dass es wahrscheinlich trockener wird. Warum auch immer, aber mein Gedanke war, es wird trockener und faseriger. Nee. Total überhaupt nicht der Fall. Geil. Es ist mega saftig und auch vor allen Dingen definitiv eine Alternative. Wenn man jetzt mal Gäste bekommt und die haben spontan Bock auf ein Steak, dann muss man nicht sich Gedanken machen, sondern man geht zum Tiefkühler und macht das Ding auf. Also man kann das machen, gefroren grillen. Funktioniert hervorragend. Oh, das Fett ist auch richtig geil. Das heißt jetzt nicht, dass ihr ein Steak, was ihr frisch vom Metzger geholt habt, erstmal einfrieren sollt, um es dann zu grillen. Das ist natürlich Blödsinn. Wichtig war es uns zu zeigen, es funktioniert genauso gut, ein gefrorenes Steak zu grillen. Richtig gut. In dem Fall sogar extrem geil, ohne Bratenrand und so weiter. Ihr müsst also euer Steak nicht über Nacht auftauen lassen und schon gar nicht an Raumtemperatur legen und 2 Stunden an Raumtemperatur ziehen lassen. Das ist in unseren Augen Blödsinn. So funktioniert es auch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an dem Video, habt vielleicht was gelernt. Wir für unseren Teil haben was gelernt. Definitiv. Es funktioniert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.